So, wo ist das Ding? Ah. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Hey ho, Gemeinde, Rock'n'Roll. So, ihr seht, was hier liegt. Ja? Heute machen wir endlich den viel erwarteten Auspufftest Remus Power Parts Schalldämpfer für die KTM 96 SNCR. Um das natürlich zu verwirklichen, diesen Test, braucht man natürlich das dementsprechende Testgerät. Das steht hier. Eine jungfräuliche 2015er SNCR 96. Jungfräulich nicht ganz, hat gerade frisch die 1000 Inspektionen hinter sich und dementsprechend bereit für unsere Rolle. Wie geht es jetzt weiter? Wir werden als allererstes natürlich mal das Fahrzeug im Serienzustand abrollen, um zu schauen, was kann denn die 15er aus der Kiste raus an Leistung auf die Rolle drücken. So, danach werde ich nochmal das Thema Ansauggeräuschdämpfer mir vornehmen. Oder für euch nochmal auseinanderklabüsern. Ja, in dem letzten Stufentuning-Video von uns kam es vielleicht noch nicht ganz rüber, aber Fakt ist, dieser Deckel, der da oben drauf sitzt, serienmäßig, dieser Ansauggeräuschdämpfer, ist nicht nötig. Den könnt ihr abbauen. So, wie der Name schon sagt, das ist ein reiner Ansauggeräuschdämpfer. Der hat nichts mit eurer Gemischaufbereitung zu tun, beziehungsweise indirekt. Er hält dem Motor nämlich den Hals zu, ne? Da werden sich alle fragen, warum ist denn das Ding da drauf? Ja, ganz einfach. Bei der Euro 3 Testung in dieser Messstrecke wird das Fahrzeug im zweiten und dritten Gang von links nach rechts und rechts nach links 50 Meter Vollgas aufgerissen von dem Tester. Und dabei ist das Grundproblem eines Großvolumen-Einzylinders eben halt nicht nur der Schalldämpfer, sondern halt das Ansauggeräusch. Gerade bei der 96, die ja einen großen Luftfilterkasten hat, habe ich ja auch letztes Mal nochmal gezeigt, entstehen da sehr starke Über- und Unterdruckwellen drin und dieser Kasten ist extrem laut, oder das Ansauggeräusch in diesem Kasten. So, und hier muss eben halt an dem schon gut laufenden Fahrzeug so lange dieses Schnorchelteil geändert werden, bis die mit ihren Geräuschen dahin gekommen sind, wo sie hin dürfen. Ja? Das heißt, das Ding ist nur dafür da oder wird so lange so verjüngt, verlängert, verkleinert, whatever, bis die Geräusche, bis der Prüfer sagt, passt. Dadurch hält das Ding quasi, oder diese Schnorchel, den Motor, den Hals einfach zu, im unteren Drehzahlbereich, weil da wird ja gemessen. Ne? Von fast Standgas, oder 50 km/h kommen die angerollt, geben dann Kit und fahren diese 50 Meter. Wenn wir den jetzt gemessen haben, das Originalfahrzeug, bauen wir das Ding runter, den Schnorchel, und messen mal ohne. Also wir machen den Powerparts-Deckel drauf, den offenen. Und ihr werdet sehen, wie die Drehmomentkurve nach oben geht, also im unteren Drehzahlbereich sich ausbeult und auch ein bisschen mehr Spitzenleistung im unteren Drehzahlbereich kommt. Da, wo man eben halt, wo es Spaß macht. Ne? Kurve raus, rausbeschleunigen aus der Kurve, Haarnadel, wie auch immer, Serpentine rauf, runter. Da macht das Ding ja richtig Spaß, wenn es denn richtig läuft. Wenn wir das haben, bauen wir ihn ja drauf. Erstmal mit Cut. Dafür gibt es auch ein Original KTM Powerparts Remus Map für. Was da anders ist, keine Ahnung. Zum Original Euro 3 Map. Ist wohl mit diesem Schalldämpfer zusammen halt entwickelt worden. Da werden wir natürlich auch mal ein Auge drauf haben, weil wir haben den Abgastester ja mit dran und schauen mal, was denn da anders ist. Wenn das passiert ist, machen wir den Königsweg, Katalysator raus, das dementsprechende offene Map drauf und messen dann Leistung, Abgas, was der Schalldämpfer denn wirklich bringt. Oder nix, oder sich genauso verhält wie der alte Powerpart. Das wäre ja schon eine super Nummer,
weil der war nicht schön, aber er war gut. Er war nicht laut und er hat dem Motor sehr gut getan. Ja, so, und jetzt ist Zeit, glaube ich, Krach zu machen, ja? Und los geht's. So, jetzt geht's los. Jetzt wird Krach gemacht. Absaugen läuft schon, Ventilator läuft auch gleich. Deswegen, ne, gleich kein besonders guter Sound, aber muss halt sein, sonst brennt mir die Karre hier auf dem Prüfstand ab. Warm gefahren ist die natürlich schon, ne, mit sofort Keil auf die Fresse, das macht man natürlich nicht. Also, erste Messung, komplett Serie inklusive dem Luftfiltergasendeckel. Go! Jetzt haben wir das erste Mal abgerollt, beziehungsweise jetzt auch direkt schon mit Luftfilterkastendeckel und ohne Luftfilterkastendeckel abgerollt. Und ihr habt ja gerade gesehen, das Fahrzeug hat schon gut Leistung, also 72 PS. Wir wollen die Zahlen jetzt hier mal nicht überbewerten. Wenn es hier heißer drin wäre oder noch kälter, würde die Leistung variieren. Hier ist es immer sehr kalt drin, weil wir halt dementsprechend halt auch hier nie die Heizung an haben. Und die Tests natürlich ja auch im November stattfinden. Wenn man das im Sommer macht, kann es sein, dass hier 3 PS weg sind. Und wenn man das im Tiefwinter macht, bei Minus und, wird es noch ein bisschen mehr. Natürlich, ne, je kälter die Luft, umso mehr Sauerstoff wird gebunden. Also, wir nehmen jetzt erstmal die Leistung an sich, damit wir damit arbeiten können. 72 PS, natürlich DIN PS am Getriebeausgang, also quasi am Ritzel. Es kommen immer die Diskussionen auf, warum nicht Hinterrad oder. Es gibt Prüfstände, die können nur Hinterrad messen und machen dann eine theoretische Wertung da nach oben mit einer Rechnung. Ist ganz einfach. Wenn man hier zum Beispiel ein Fahrzeug hat, was ein Problem am Hinterrad hat, Kette, Kettenrad, Radlader kaputt oder Bremszange hängt irgendwie ein bisschen fest oder komische Reifen drauf, hatten wir auch schon mit der Tenere, die wir gemacht haben mit Bioethanol, fallen die Hinterradleistungen extremst. In dem Moment, wenn man dann aber weiß, wie groß ist die Verlustleistung, wenn man die Kupplung gezogen hat und quasi die Rolle den Motor antreiben muss oder schieben muss, kann der Rechner hier mit dem Ammerschlägerprüfstand zurückrechnen, wie viel Leistung kommt denn da vorne raus, also am Kettenrad bzw. Kupplung. Und daher haben wir immer genau eine Messung, was kann der Motor, nicht was kommt hinten raus, weil hinten kann irgendwas nicht funktionieren oder kaputt sein. Und schon sind die Messungen exorbitant schlecht oder falsch. So haben wir hier immer die Gewissheit, wir wissen, was kommt am Motor bzw. an der Kupplung an. Dementsprechend wird hier nur oder geben wir immer nur den PS an. So, das zum Thema PS-Leistung. Aber wir gucken uns jetzt mal die Kurve an. Wie verhält sich denn das Serienmotorrad mit Cut und Originalauspuff, mit und ohne den Schnorchel? Hatten wir ja schon mal gemacht, aber das schauen wir uns jetzt nochmal an, inklusive dann der Abgasmessung. Also erst die Leistung und jetzt kommt danach dann direkt die Abgasmessung. Los geht's mit der ersten Kurve, beziehungsweise mit zwei Kurven. Also jetzt haben wir hier natürlich die rote Kurve, ist die Serienleistung, so wie das Fahrzeug
normalerweise aus der Kiste kommt, wie besprochen, halt mit dem Luftfiltergastendeckel drauf, mit diesem Schnorchel. Und die blaue Kurve ist jetzt die Kurve mit dem offenen Powerparts-Deckel. Man kann hier am Drehmoment, das ist hier die Drehmomentkurve mit den Punkten, schön erkennen, wo hier der Unterschied ist. Gerade im unteren Drehzahlbereich. Bei 4300 Umdrehungen haben wir mal eben satte 10 Newtonmeter mehr. Und das ist natürlich dementsprechend halt auch das, was man merkt beim Fahren. Also gerade beim Rausbeschleunigen aus einer Kurve oder um eine Haarnadelkurve raus, ist man eh im, ne, im vernünftigen Gang und dann halt sauber von unten rausziehen, da kommt das Motorrad dann richtig endlich mal richtig aus dem Knie. PS-Leistung genau das gleiche. Ja, also hier haben wir ungefähr ja, 34 bei 4,3 und hier haben wir dann knappe fast 46, 47 PS, ne? Also auch wieder 10 PS was mehr und das merkt man natürlich. Ne? Machen wir natürlich Drehmoment, fällt oben etwas die Drehzahl, also geht uns hier oben etwas die Spitzenleistung flöten, also von 72 auf 70,2. Ja, ne? Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Dementsprechend das, wie gesagt, nur mit dem Entfernen des Luftfilterkastendeckels bzw. Montieren des Powerparts-Deckels mit Original-Luftfilter. Und jetzt schauen wir uns mal dazu das Abgasdiagramm an. Da werdet ihr auch sehen, dass sich da nicht viel tut. Also die läuft auch nicht zu mager damit. So, dann starten wir mal mit der Abgasmessung 1, also quasi Luftfilterkastendeckel gegen Powerparts-Deckel. Und ich habe euch die beiden Diagramme schon mal nebeneinander gestellt. Links, wie gesagt, mit Luftfilterkastendeckel, rechts ohne. Ich habe schon mal die Session schon mal markiert. Die ziehen wir gleich rüber. Und nur mal zur Erklärung, für die, die es noch nicht gesehen haben, die orangene Linie hier, wenn ihr hier seht, wenn ihr hier oben rechts guckt, da sind die Zahlen dazu. Das ist die Drehzahl, ja, also quasi ansteigend, klar. Ich gebe dann ab 3000 Umdrehungen langsam Gas auf der Rolle, bis dann der Drehzahlbegrenzer reinhaut bei ja, knapp 8,5, 8,3. So, dann geht es runter und dann ist Drehzahl weg. Die grüne Linie passend dazu eure oder die Drosselklappenstellung. Also das hier oben ist Vollgas. Ja, also gut. 93%, 94%. Also hier langsam stetig aufgezogenes Gas. Und natürlich die Kurve, die uns jetzt wirklich interessiert, ist diese schöne pinke hier. Das ist der AFR-Wert, also die Vermischung Luft zu Benzin. Bei Lambda 1 sind wir ungefähr hier. Hier ist 15, hier ist 14, also 14,7 zu 1. Das ist halt das, was die Abgasreinigung benötigt oder wo man dahin will. Ihr seht schon, Serienmotorrad, das stimmt schon mal nicht so ganz. Aber das ist natürlich nicht der exakte Bereich, in der die Euro 3 gemessen wird. Das ist ungefähr hier, bei diesen Drehzahlen hier. Also das ist schon okay. Wenn ihr jetzt seht, wenn man jetzt Gas gibt und die Drehzahl steigt, geht über 5000, 6000 runter, geht hier auch der AFR-Wert nach unten. Das heißt, wir gehen hier so fett, dass die stellenweise bei 11, also 11,16, bei 6000 Drehungen, also der kriegt die richtig Sprit rein, auch mit Katalysator. Das heißt, hier wird dann schön Leistung erzeugt oder Kraftstoff reingeballert, damit auch Leistung kommt. Sonst würden wir auch nicht auf diese Spitzenleistung kommen. Ist nur machbar, weil in diesem Bereich hier nicht mehr gemessen wird. Ja, also, das Originalfahrzeug oder diese Abgasmessung vollkommen Serie mit Luftfilterkastendeckel. Jetzt gehen wir hier rüber. Ihr seht, es sieht natürlich nicht genauso aus, aber ähnlich. Problem ist eben halt, ich muss das auf der Rolle einigermaßen so passend abfahren, dass es ungefähr deckungsgleich wird. Das machen wir jetzt mal. So, kopieren und einmal hier rüber. So, ihr seht, das Gestrichelte ist das von rechts. So, kann man einigermaßen erkennen. Und wir sehen eben halt, die Drehzahl ist natürlich ähnlich klar und der AFR-Wert ändert sich in dem Bereich eigentlich gar nicht, beziehungsweise er wird sogar ein bisschen fetter in dem Bereich. Das heißt,
das Steuergerät oder die ganze Sensorik erkennt, aha, ich kann ein bisschen mehr Luft bekommen oder ich kriege im unteren Drehzahlbereich ein bisschen mehr Sauerstoff oder Ansaugluft, also mische ich auch ein bisschen Kraftstoff bei. Ja, und das ist natürlich durch diese serienmäßige Sprungsonde nicht hundertprozentig, weil die sind natürlich sehr ungenau und mischen dann sogar ein bisschen, sogar noch ein bisschen mehr bei. Also wir sind dann hier bei, was haben wir, original hatten wir 16,1 AFR in der Spitze und hier haben wir jetzt 15, also bei 4600, 4200 Umdrehungen. Also das Steuergerät erkennt, dass ein bisschen mehr Luft kommt, die Lambda-Sonde, beziehungsweise die Lambda-Sonde erkennt es, dass sich da etwas ändert, also mischt das Steuergerät etwas bei, also passt es wieder. Hier sind wir auch genauso, selbst hier sind wir sogar noch einen Tacken fetter beim Vollgasbereich. Und ihr seht, die Entfernung des Deckels hat nichts damit zu tun, dass das Motorrad zu mager läuft. Das Steuergerät erkennt auch mehr Luft und regelt es dementsprechend bei. So, ihr habt es gesehen, leistungstechnisch der untere Drehzahlbereich, wie gesagt, wesentlich besser mit oder beziehungsweise ohne den Deckel. Und gerade im Drehmomentbereich halt viel mehr Leistung. Und jetzt wird es halt interessant. Jetzt fangen wir an und bauen den Remus drauf, allerdings natürlich mit Cut und mit dem aufgespielten Original-Remus. Spezialmapping dafür. Ja, das machen wir jetzt und dann geht das jetzt los. Dann schauen wir uns doch mal den Okolyten an, genau. Ne? Also ja, Verarbeitung sehr gut, kennt man ja eigentlich von Remus. Die machen das ja eigentlich immer sehr fein im Finish. Also die Vernietungen sind prima, die Halter sind sauber verschweißt, die Haken sind groß dimensioniert. Die Verschraubung hier oben ist recht gut ausgeführt mit den beiden Haltern links und rechts, die man halt lösen kann mit Langlöchern. Der Original-KTM-Auspuffhalter liegt mit dabei im Karton, mit den Büchsen, Gummis, alles, also Komplettset zu montieren. Ja, Oberfläche Edelstahl, optisch halt sehr empfindlich, weil es gebürstet und nicht weiter behandelt. Also jeder Fettfinger ist da drauf zu erkennen. Also da muss man immer ein bisschen mit Edelstahlreiniger ran. Also wenn man da eine saubere Oberfläche haben möchte. Es ist halt wie gesagt auch Edelstahl gebürstet. Dementsprechend ist natürlich auch mit dem Schmutz und Dreck, der setzt sich da gerne drauf. Das Logo hier ist, ja, ich glaube, reingeätzt oder aufgepulvert. Kann ich nicht genau sagen. Auf jeden Fall, man fühlt es halt, man fühlt eine Erhöhung. Gucken, wie lange das hält. Aber gut, das ist ja jetzt eher nebensächlich. Carbon-Endkappe sieht sehr gut aus, gefällt mir, also auch eine ähnliche Optik wie die Acra, ähnlich, nicht gleich. Wo ich halt ein bisschen Bedenken habe jetzt direkt am Anfang, wie gesagt, wir haben ihn noch nicht getestet oder abgerollt, ist halt die Länge. Er ist halt sehr kurz für mein Dafürhalten, 390 mm Hüllenlänge, also von Außenkante Nietblech bis Außenkante Nietblech. Der alte Powerparts hatte 450 mm und der Acra hat knapp 420 in der Hülle. Der alte Powerparts war natürlich etwas schmaler als er hier. Er bringt hier ein bisschen mehr Volumen her, bedingt durch seinen Querschnitt. Der alte Powerparts war ja oval. Ja, schauen wir mal, wie sich das verhält, vor allen Dingen in puncto Drehmoment. Jetzt gucken wir uns hier unten mal den Anschluss an, wie der ausgeführt ist, und wenn ihr gleich sehen werdet, das ist bekannt vom alten Powerparts Schalldämpfer. So wie ihr hier seht, eigentlich dieser Anschluss oder dieses Anschlussstück, wo jetzt auch der Cut drin sitzt, ist eigentlich fast ähnlich oder fast identisch wie der vom alten Powerparts Schalldämpfer. Ne? Eine große Bohrung, großes Rohr wird verjüngt aus der Mitte raus auf den Krümmeranschluss hier. Die Passform ist auch sehr gut auf die 14er, 15er, liegt sauber hier am Rand an, ja, also rundherum. Da hatte ich auch erst ein bisschen Bedenken, ob das richtig in der Flucht läuft, aber hat Remus sehr gut gemacht. Hier könnt ihr das Ding auch drehen, ja,
bevor ihr die Federn dran macht oder die Klemme, sauber positionieren. Dann kann man das halt hier ein bisschen drehen, dass man halt hier genau sauber ansetzt. Ob die Federn jetzt ein bisschen hier stehen, die Haken oder da, das ist nicht schlimm. Dann gut festziehen und dann die, also mit der Schelle, die dabei liegt, und dann die Federn einhängen. Bei dem alten war es ja so, dass die Bewegung des Rohres hier nicht gleich war oder nicht oben an dem Anschlag in dem Schalldämpfer anlag. Der konnte weiter nach innen rutschen. Da war das Problem, wenn die Schelle sich gelöst hatte, beziehungsweise wenn das Motorrad länger gefahren ist und die Graphitdichtung wurde schon ein bisschen locker, hat sich dieser Ansatz nach innen in den Schalldämpfer reingezogen, weil natürlich hier die Federn dann gezogen haben. Da musste man überlösen, wieder runter, Schelle wieder festmachen oder mal neue Graphitdichtung reinmachen. Das fällt jetzt hier alles weg, weil hier läuft er gegen den Anschlag und weiter kann er nicht. Ja, also da haben sie auch was getan. Ja, ansonsten, wie gesagt, Passform passt. Optik haben wir besprochen. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Und jetzt schauen wir uns mal an, was er denn mit dem Mapping mit Katalysator kann. So, jetzt haben wir hier drei Kurven. Ja, die rote und die blaue kennt ihr schon. Jetzt kommt die grüne dabei, der Remus mit Gatt. Und wir sehen, ja, er kann eigentlich alles ein bisschen besser als der Originalport. Ja, also es ist nicht viel, wir haben ein bisschen mehr Drehmoment. Wir haben ein bisschen mehr Spitzenleistung hier. Und wir haben hier oben, sehr schön zu erkennen, ein bisschen mehr Leistung länger. Ja, also wo dann der Originalport hier bei 7.000 oder bei 8.000 Umdrehungen, also kurz und Drehzahlbereiche, Drehzahlbegrenzer noch 65 hat, haben wir hier knapp 67 und ein paar kaputte. Also was um die 200 PS mehr. Das ist natürlich nicht wild. Das wird auch kaum jemand merken beim Fahren. Aber ihr seht, der Auspuff funktioniert sehr gut mit Cut. Also ich würde sagen, Ziel erreicht. So, hier seht ihr jetzt wie gerade, aber jetzt hier rechts das oder die Session mit dem Remus mit Cut und links wieder die mit Serienport und Powerparts Decker. Wenn man so vergleicht, sieht es fast ähnlich aus. Ich ziehe es mal rüber. So, versucht mal deckungsleicht zu machen einigermaßen. Ja, so. Und es fällt Folgendes auf. Der Bereich bis ungefähr 4,5 ist auf jeden Fall fetter gemappt worden. Und der Bereich Vollgas von 5,8 bis Drehzahlbegrenzer, also bis 8,6 knapp roundabout, ist magerer. So, warum ist das so? Ich gehe mal davon aus, also ich kann das ja nur mutmaßen, dass eben halt hier in dem Bereich auf jeden Fall der Kraftstoff etwas angefettet worden ist, damit eben halt der Schalldämpfer keinen Schaden nimmt. Weil, ihr wisst ja, das ist ein Absorptionsdämpfer, also der hat ein Wolle-Pack drin und ein Siebrohr innen drin. Und der Originalpot ist halt ein Edelstahlklumpen aus einem Stück geschweißt, beziehungsweise der hat da Bleche drin und Rohre. Und der kann natürlich viel höhere Abgastemperaturen ab als dieser zusammengenietete Wollenschalldämpfer, also Absorptionsdämpfer. Dementsprechend A, natürlich um bisschen mehr Leistung zu generieren und um die Abgastemperatur runterzuholen, ist eben halt hier angefettet worden und dementsprechend auch, was natürlich sehr schön ist, man hat gemerkt, aha, okay, das Originalding läuft viel zu fett, also ist man halt hier im Vollgasbereich oder im hohen Drehzahlbereich auch etwas magerer gegangen. Also wir reden hier von, wenn die oben guckt nochmal, wir haben mit dem Remus Cut hier 1158 zu 1 und mit dem Serien 1054. Ja, also ne, bitte nochmal, also auch meine Bitte an euch, wenn ihr euch das Ding kauft, lasst euch das passende Remus mit Katalysator Map aufspielen. Wichtig. Noch als Nachtrag, diese Messungen hier sind natürlich alle vor dem Katalysator gemessen. Ja, also wichtig, wir messen ja direkt kurz hinter der Krümmerbiegung, knapp 20 cm nach dem Ausfallsventil. Uns interessiert hier nur, wie ist das Mapping aufgebaut und bringt es mehr oder weniger Leistung. Also im Endeffekt nach dem Katalysator hinten rauskommt, ob es die Euro 3 wirklich dann auch schaffen würde oder nicht, das
lassen wir mal dahingestellt, wir sind ja nicht die Abgaspolizei. So, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, ist das denn mit dem Original Luftfilterdeckel auch so? Ja? Oder ist der Sprung mit dem Originalauspuff identisch mit dem Remus-Auspuff, dass wenn ich den Deckel drauf mache oder abmache, wir im unteren Drehzahlbereich wesentlich mehr Drehmoment haben? Ja? Und das schauen wir uns jetzt mal an, weil das haben wir natürlich auch getestet. Ja, wie ihr hier seht, ne, wir sind eigentlich fast identisch wie mit der Geschichte mit dem Originalschalldämpfer. Das Rot ist mal wieder Remus mit Cut mit Luftfilterkastendeckel. Ein ähnliches Bild. Wir haben oben 72 und ein paar kaputte PS. Auch schön lang hier oben, muss ich wirklich sagen. Aber der große Nachteil, ne, ihr seht wieder hier unten oder hier die Leistung. Wesentlich weniger Leistung, weil der Deckel dem Motor wieder mal komplett den Hals im unteren Drehzahlbereich zuhält. Macht den Deckel runter, bam, sind die Drehmomente wieder da, ist die Leistung im unteren Drehzahlbereich da und natürlich mache ich Drehmoment, fällt die Leistung, die Spitzenleistung oder die Drehzahl, haben wir hier oben knapp 2 PS weniger. Gut. Das muss dann jeder für sich selber abmachen. Aber ich sag mal, der Bereich ist gerade für ein Großvolumen Einzylinder wichtig. Also Remus mit Cut drauf, auch den Deckel ab und den Powerparts-Deckel drauf. Jo. Hat schön Leistung gemacht, also ein bisschen mehr Leistung als Original. Also da ist er schon mal auf jeden Fall safe auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn ihr euch den Auspuff montiert, ihr habt einen schönen Sound auf jeden Fall. Das Ding ist leichter, ne? Ich meine, dieser Edelstahlklumpen hat natürlich dementsprechend auch Gewicht. Wir schauen auch gleich mal, was die untereinander so wiegen. Und er hat ein schönes Finish. Also ne, wie gesagt, wie schon besprochen, er sieht gut aus. Ich finde ihn klasse, also sehr wertig gebaut. Und, aber das wollt ihr eigentlich gar nicht, das wollt ihr alle gar nicht wissen. Ihr wollt nämlich wissen, was passiert, wenn ich das Ding hier rausbaue. So, das haben wir gemacht. Ja, der sitzt hier unten drin. In diesem Anschussflansch und der ist einfach innen, also hier drin, in diesem Flansch mit 4 kleinen Heftpunkten verheftet. Das heißt, ne, mal kurz die Flex raus, leicht abschleifen und schon kann man den rausnehmen. Das ist Platz genug, also der geht recht einfach raus, der klemmt nicht oder so. Man kriegt ihn halt gut raus. So, den raus, ihr seht, das ist ein ganz schön dickes Ding, ja, ziemlich großen Durchmesser. Deswegen wahrscheinlich auch die recht gute Leistungsausbeute auch im Bereich Betrieb mit Cut, weil diese normalen Steckcuts sind wesentlich kleiner, die bei KTM verwendet werden, bei den EXCs zum Beispiel, um da die Abgasnorm zu schaffen. Hier haben wir halt eine sehr große Fläche und dementsprechend auch einen besseren Durchsatz. Ja, schauen wir mal, wie sich der Apparat schlägt. So, jetzt sehen wir wieder unsere bekannten Kurven, ne, rot, blau und grün, und haben jetzt natürlich noch eine dabei, das ist die schwarze. So, das ist Remus ohne Cut mit Evo 1 Mapping drauf von KTM, passend dazu. Und ja gut, ne, das war zu erwarten, wir haben hier im ganzen Drehzahlbereich natürlich wesentlich mehr Leistung und kommen wieder auf die Spitzenleistung von 72 PS beziehungsweise sogar hier noch einen Tacken mehr, 72,5. Ja, Drehmoment genau das gleiche. Ne? Also wir kommen jetzt in Spitzendrehmoment von 79,4, also knapp 80 Newtonmeter. Das ist schon super Wert für einen Sportauspuff ohne Cut und Original Luftfilterkastendeckel und wie gesagt auch nur der Powerparts-Deckel montiert. Original Luftfilter. Gut, ja, ne? Also Auspuff funktioniert und den zweiten Test auch bestanden. Ja, kein schlechter Wert. Kann man nicht meckern. 72 PS, fast 80 Newtonmeter, 79, ein paar kaputte. Also dementsprechend, ja, so wie es sich gehört, das wollten wir sehen für einen vernünftigen, gut funktionierenden Schalldämpfer ohne Cut. Und Evo 1 natürlich. Ne? So, aber jetzt haben natürlich viele von euch auch noch den alten Powerparts ergattern können damals und haben den auch drauf und wollen natürlich wissen, ist der jetzt genauso gut, ist der schlechter, ist der besser. Und um das rauszukriegen, haben wir den natürlich auch abgerollt. Ja, und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Hier die beiden Kurven nebeneinander gelegt. Rot der neue Remus, blau der alte Powerparts von Sebring. Und ihr seht,
ja, da tut sich nicht viel. Also wer schon einen Sebring sein eigen nennt, behaltet. Also da, ne? Leistungstechnisch tut sich da wirklich sehr wenig. Wir haben in der Spitze 1,5 PS mehr, auch ein bisschen länger, ja, gut, okay. Aber das wird man beim Fahren nicht großartig merken. Ja, hoppla. Der ist sogar noch einen Tacken besser, der neue. Nicht viel, im unteren Drehzahlbereich tun sich eigentlich gar nichts. Im oberen Drehzahlbereich dreht er halt noch oben etwas mehr aus, hat dadurch auch noch ein paar PS hier oben rum mehr, aber ich sag mal, ist ja marginal. Also dementsprechend, ihr müsst jetzt nicht euren Sebring in die Tonne werfen, der funktioniert immer noch hervorragend. Hier haben wir natürlich ein schöneres Finish, ist auch ein schönerer Sound, aber das ist Geschmackssache, das muss jeder für sich selber abmachen. So, jetzt kommen wir zum Thema Krümmer, der liegt hier. Und werden jetzt mal die Komplettanlage verbauen, die KTM anbietet, also Krümmeranlage Remus mit Schalldämpfer Remus in der offenen Version. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Ja, hier wieder zwei Kurven. Einmal die rote ohne Krümmer und die blaue jetzt dann mit Krümmer, also mit dem Remus-Krümmer. Und ihr seht tatsächlich, der Krümmer liegt noch ein bisschen drauf. Zwar keine riesen Schippe, aber es kommt noch ein bisschen mehr unten im unteren Rätselbereich habt ihr ein bisschen mehr. Das sind so 3-4 Newtonmeter hier und PS-technisch, naja gut, das sind 1,5. Also ne, tatsächlich, die Komplettanlage legt noch ein paar Kohlen nach. Ja, ein bisschen Leistung bringt er, keine Frage. Ich bin schon mal froh, dass sich da überhaupt was getan hat oder dass, dass der Krümmer keinen negativen Einfluss hatte, weil der ist doch, naja, optisch gesehen schon recht dick. Aber den messen wir gleich nochmal nach. Aber er hat tatsächlich ein bisschen Leistungszuwachs im unteren Drehzahlbereich gebracht. So, das müsst ihr dann für euch selbst entscheiden, ob euch der Krümmer das Geld wert ist. Der Auspuff alleine oder der Schalldämpfer alleine funktioniert auch hervorragend. Also dementsprechend muss man das dann für sich selber abwägen und für seinen Geldbeutel natürlich. So, jetzt zum Schluss schauen wir natürlich nochmal auf die Gewichte. Was wiegt der Remus-Schalldämpfer gegenüber dem original dicken Okolyten? Und wir messen mal den Krümmerdurchmesser des Remus-Krümmers zum Originalkrümmer. Und das machen wir jetzt mal. So, kommen wir jetzt mal zu den Grundgewichten von den Schalldämpfern. Also hier der Originale, der da links liegt von mir, den haben wir jetzt gemessen auf einer handelsüblichen Haushaltswaage. Da liegen wir so bei knapp 6 Kilo und beim Remus liegen wir, so wie er liegt, bei knapp 3 Kilo. Natürlich ohne Cut. Ne? Also der Cut wiegt, naja, 300 Gramm. Ja? Hier holt er also schon mal eben locker die Hälfte vom Gewicht weg vom Schalldämpfer, wenn ihr euch den Schalldämpfer kauft. Das abzutrainieren, das weiß jeder Sportler, das dauert ein bisschen 3 Kilo. Und Bier, Schokolade und Sahnetorten gibt es dann auch nicht mehr. Also das ist billiger. Einfach Schalldämpfer drauf, 3 Kilo weg. Kommen wir zu den Krümmern. Das ist der Originalkrümmer von uns, unser Testkrümmer. Der ist von der 2012er, ein alter. Messen wir hier oben direkt am Flansch 44 und innen 42, also Millimeter Wandstärke, ganz klar. Verjüngt sich dann hier, beziehungsweise wird etwas breiter hier unten, um dieses breitere Rohr anzuschließen. Schön ist das auch nicht gemacht, aber egal. Und wir gehen hier auf eine Rohrbreite oder einen Rohraußendurchmesser von roundabout 48, 47. Das Ding ist natürlich auch schon ein bisschen verbeult. Ja, mal roundabout 48 bei einer Wandstärke von 1 mm. Also dann Innendurchmesser 46. Beim Remus verhält sich das oben ähnlich. Hier haben wir auch 44 oben. Auch diesen Anschluss ist ein bisschen schöner gemacht auf jeden Fall. Wahrscheinlich ist der Übergang hier ist auf jeden Fall besser. Und haben jetzt hier innen, hier steht eine kleine Naht drin,
komme ich nicht tief genug rein mit der Schieblehre. Roundabout 41. Also das Material ist etwas dicker, also die Rohrwandstärke, als der Originale. So, dann kommen wir hier unten hin. Da sind wir bei 50. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es eine 1,5er Wandstärke ist hier. Das kann man auch hier unten messen. Das ist nämlich durchgehend. Ja, sogar 1,2. Liegen wir dann roundabout bei 48 innen, 47,5. Also ungefähr 2 mm im Durchmesser innen größer. Ja, das war es zu den Maßen und Gewichten. Und jetzt kommen wir mal zu der Endbesprechung. Und jetzt legen wir mal alle Kurven aufeinander. Denn jetzt wird's, Achtung, jetzt wird es bunt. So, wie besprochen oder wie versprochen, es wird hier richtig bunt. Jetzt haben wir hier rot, die erste Kurve, Serie mit Luftfilterkastendeckel, blau ohne Luftfilterkastendeckel mit Powerparts, Deckel grün, Remus mit Cut und dem dementsprechenden Remus Map ohne oder mit Powerparts Luftfilterkastendeckel. Schwarze Kurve ist dann Remus ohne Cut mit Evo 1 und orange ist Remus ohne Cut mit Remus Krümmer. Ja, und wie ihr seht, tatsächlich, die Komplettanlage bringt die meiste Leistung und dementsprechend kommen wir jetzt mal zum Fazit der ganzen Geschichte. Aufwachen! Ich weiß, ihr seid fast eingeschlafen, aber ihr wisst, ne, aus dem Stufentuning-Video war es ja auch so ähnlich. Es ist halt ein bisschen Theorie dabei, das muss man sich halt dann reintun, da geht kein Weg dran vorbei. Ne? Fazit von dem Schalldämpfer für uns, ganz klar, Daumen hoch, funktioniert super das Ding, gutes Finish, gute Ergebnisse mit und ohne Cut, halt wie gesagt auch für die Leute, die sagen, nein, ne, hier wird nichts Illegales gemacht, wir fahren nicht ohne Cut, ne, weil ohne Cut fahren ist natürlich auch nicht zulässig, ne, wisst ihr Bescheid, also dementsprechend vom Kaufen her oder vom Fahren her, der Schalldämpfer nur zu empfehlen. Ja, also es gibt eine Menge auf dem Markt und eine Menge Schund auf dem Markt und da gehört dieser Schalldämpfer auf jeden Fall nicht zu, definitiv. Ob ihr euch da jetzt noch den Krümmer zukauft, das müsst ihr für euch selber entscheiden. Wer sagt, ich möchte nicht mehr so das Letzte aus dem Ding rauskitzeln, kann man den sich natürlich mitholen. Ich bin natürlich in der Hoffnung, dass die Firma Remus da an ihrem Finish noch ein bisschen dran tut, also die ganzen Biegemacken und die Kitchen da drin, das muss nicht sein, also nicht in einem neuen Krümmer vor allen Dingen, das kann man auch wegpolieren, weil der ist eh geschliffen, dann kann man auch so schleifen, dass diese Kitchen weg sind. Ja. Gut, das war der Schalldämpfertest. Jetzt kommen wir nochmal kurz zu dem, was kommt, also wir arbeiten gerade daran natürlich an der neuen RC390, hatte ich ja schon mal angekündigt in dem Juke-Video. Da sind wir halt auch dran, Schalldämpfer, Power Commander, vielleicht ein Stage 1 Kit, mal gucken, was reingeht. Das ist, wie gesagt, die nächste Arbeit, die wir vorhaben. Ob wir das vor Weihnachten noch schaffen oder vor Jahresende schaffen, weiß ich nicht, müssen wir schauen. Wir geben natürlich alles. Für Leute, die unseren Kanal noch nicht abonniert haben, hier unten steht er nochmal, ne? Also einfach abonnieren drücken und ihr werdet automatisch immer sofort informiert, wenn wir ein neues Video raus haben. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich wünsche euch, wenn wir uns nicht mehr sehen, eine schöne Weihnacht, einen guten Rutsch und bis zum nächsten Mal. Ciao.